So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Heute fühle ich mich ausnahmsweise mal nicht so wie Mario da gerade. Und deswegen hoffe ich, dass es dieses Mal ein bisschen besser wird nach dem... ja, Desaster beim letzten Mal. In der Schmelztiegel-Galaxie. Ich gehe jetzt natürlich nochmal da rein, weil ich will das ja schnellstmöglich hinter mich bringen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht nochmal passieren wird. Das war nämlich wirklich schon ziemlich mies. Also gut. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt und mich hätte beinahe da irgendwo nach unten gehauen. Wäre schon der erste Tod gewesen. Oh, weiter, danke. Ah, nee, Moment, ich will nochmal zurück nach da. Ja, ich glaube, da sieht ganz gut aus. Wobei noch besser wäre hier. Das gibt schön viel Schwung. Dass ich auch dahin komme. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Achso. Da wäre nicht schlecht. Verdammt. Ach, okay. Ich dachte jetzt, das überlebe ich nicht mehr. Und wir haben schon wieder ziemlich epische Musik. Na dann, das war ja schon mal nicht so prickelnd. Au. Au. Okay, ich hab's überlebt. Das ist schon mal deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Den da muss ich gleich loswerden. Bevor der mir wieder unnötig Ärger macht. Na dann. Ein Checkpoint soll es hier demnächst auch mal wieder geben. Ne, halt, wir hatten gerade erst ein Checkpoint. Das klang gerade wie Checkpoint. Ja. Jetzt. Ja. Hilfe. Ich krieg schon wieder die Krise vom Zugucken. Moment halt. Ich guck immer zu. Mit zu den Augen zu spielen wäre irgendwie nicht so gut. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich werde nicht mehr als 10 Sekunden durchhalten, würde ich mal sagen. Alles andere wird nix. Da kenne ich mich zu gut. Da, Checkpoint. Wusste ich doch, dass vor den Mini-Tornados da nochmal einer kommt. Ja, Spiel, danke. Ich weiß immer noch, wie das funktioniert. Ah, nein, das wird nichts. Kein unnötiges Risiko. Und da drehe ich auch lieber nochmal eine Runde. Ja, das war schon wieder ziemlich knapp. Okay, wir sind wieder an der Stelle. An der Stelle. In jener Nacht. Komm. Ja, so ähnlich. Da geht's schon wieder los. Mit der ach so gut funktionierenden Schwerkraft. Okay. Ich bin immerhin schon mal an den richtigen Planeten rangesprungen. Das war schon mal ein Vorteil. Im Vergleich zu anderen Versuchen. Ja, ha, ha, ha. Ha, ha. Und dieses Mal mache ich das lieber auf zweimal. Dass mir sowas nicht wieder passiert. Okay, jetzt schnell wieder zurück. So,
So, dann nach da, nach da und nach da. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Jetzt muss ich nur noch an den Stern rankommen. Ah, danke. Okay, wenn man's kann, ist es gar nicht so schwierig. Aber das gilt, glaube ich, für alles im Leben. Na dann, Moment, wie viele Steine hatten wir jetzt gerade? 89 oder 99? Oder war es überhaupt eine 9? Oder waren es 98? Ach, egal. Was, wir haben schon wieder jemanden mitgebracht. Ah, wir haben zwei Lumas mitgebracht. Na großartig, die sind mir jetzt aber mal sowas von egal. Ah, Moment. Ganz so egal sind mir die dann doch nicht. Jetzt muss ich nochmal... Aha, ich wusste doch, dass am anderen Ort noch was kommt. Ich hab's ganz am Anfang gewusst. Und nein, ich will jetzt keine Glücksspiele betreiben. So, na dann kann's endlich mal wieder weitergehen. Oder? Nein, hier gibt's nochmal was. Ich bin begeistert. Der Rollfelsen des Asteroidengürtels, oh je. Das war jetzt das angstvolle Schweigen. Das sehr angstvolle Schweigen. Oh. Es wird ja immer besser. Moment halt. Das ist dasselbe Spiel. Das haben wir doch schon mal gemacht. Raus hier. Schwachsinn. Okay, es wird allerdings nicht viel besser. Immerhin kann ich mich schon mal zentral hinstellen. Also, zentral. Okay, ich geb's auf. Na dann. Jetzt wird's lustig. Ah, genau wegen solchen Sachen. Hier kann man zum Glück noch nirgends so richtig runterfallen. Aber keine Sorge, das kommt noch. Achso, Moment, ich muss die gar nicht kaputt machen. Ach egal, kann ja nicht schaden, wenn ich es trotzdem mache. Vielleicht bringt es mir ja was. Ne, halt die Kometenmünze habe ich ja schon. Egal. So, und jetzt müssen wir einfach nur versuchen, lebendig darüber zu kommen. Was schon schwierig genug ist. Ich verzichte jetzt mal drauf, die Standteile einzusammeln. Das wäre nämlich nur unnötige Ablenkung. Und meine Konzentration kann ich gerade wirklich gut gebrauchen. Verdammt. Ja, da hatte ich auch schon so ein paar Erinnerungen. Es wird immer besser. Das Spiel wird einfach von Mal zu Mal besser. Und es wird immer unwahrscheinlicher, dass ich aus Versehen das Spiel irgendwann mal abbrechen sollte, weil ich, weil es mir zu viel wird. Immerhin kann ich hier jedes Mal neben einsammeln. Das ist auch wirklich notwendig. Okay. Von mir aus. Das war nicht ganz so geplant, aber solange es funktioniert, möchte ich mich jetzt mal nicht beschweren. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen als Ja, man kann hier ganz gut Sternteile sammeln. Man bekommt nämlich sein Leben immer wieder zurück. Und Sternteile gibt es ja jetzt nicht so wenig. Muss man ehrlicherweise sagen. Da, wir haben schon 99. Achso, jetzt haben wir schon mehr als 99.
Ja, Standteile kann man hier wirklich gut farmen. Ah. Okay. Ah. Oh Gott, nein. Jetzt kommt sowas. Ah, ich hab's überlebt. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Okay. Ich bin gerade ungefähr sehr glücklich, dass ich dadurch bin. Ungefähr sehr, sehr, sehr. Und die Galaxie habe ich auch komplett. Also schnell, Moment, wie viele Standteile habe ich jetzt? 314. Naja, egal, schnell weiter. Zuerst zur Urwerk-Ruinen-Galaxie? Oder zuerst... Nein, zuerst zur Urwerk-Ruinen-Galaxie. Rauer Ruinenritt. An die Galaxie kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht warum. So schwer war die jetzt gar nicht. Glaube ich. Ich nehme meine Aussage lieber nochmal zurück, vorsichtshalber. Ach nein, ich glaube hier war die Kometenmünze so assig irgendwie versteckt. Dass ich die nie gefunden habe. Oder so. Meine ich. Ich suche lieber gleich mal richtig. Also hier unten sehe ich nichts. Vielleicht war die auch ganz... Ach, ich weiß nicht mehr. Aus irgendeinem Grund kann ich mich sehr gut an dieses Level erinnern. Und das macht mir Angst. Schon im Vorfeld. Das bedeutet nämlich, dass ich hier ziemlich oft drin war. Oder dass ich es einfach nur ziemlich gut fand. Keine Ahnung, was jetzt richtiger klingt. Was gibt's denn da unten? Nichts? Mario stand gerade in der Luft. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Mario kann das. Irgendwie. So, tut mir leid, ich muss gerade mal eben kurz meinen Hund ein wenig zurechtweisen. Der stand schon wieder neben mir und hat gebettelt, dass ich ihn streichle. Und jetzt hat er dann demnächst angefangen, Geräusche von sich zu geben. Und das kommt irgendwie nicht so gut in der Aufnahme. Wo war hier die Kometenmünze? Ich glaube, das war eine von denen, die mir ewig gefehlt hat. Aber ich werde es noch rausfinden. Und wenn's... Moment, ich glaube ich... Nein, halt, das war nur... Nein, das war keine Kometenmünze. Ich wollte gerade sagen, Moment, ich glaube ich sehe sie, aber das war wohl Einbildung. Ich sehe hier einen Knopf. Da! Und ich sehe auch, dass ich hier nicht unbedingt hin will. Moment, da oben fliegt ein Luma drin rum. Der wird mir jetzt irgendwas sagen. Sowas wie... Ach so, okay, sowas wie Hilfe. Ich dachte jetzt, es wäre wenigstens noch etwas... Ja, informativer gestaltet könnte man es jetzt ausdrücken. Sowas wie... Schüttel die Wii-Fernbedienung. Oder so. Oder wenn du den A-Knopf drückst, kannst du springen. So Sachen halt, die jeder wissen muss. Weil die keiner rausgefunden hat bis zu diesem Punkt. Oder vielleicht auch sowas wie Spring von Wänden ab und du kannst deinen Wandsprung machen. Oh. Oder vielleicht lass dich nicht von den Wänden in den Abgrund drücken. Sowas halt. Ich könnte mir jetzt auch noch eine halbe Stunde lang Sachen einfallen. Nein, eine halbe Stunde nicht, so lange geht die Folge gar nicht. Ich könnte mir jetzt auch noch 7 Minuten lang
irgendwelche Ratschläge einfallen lassen, die ich nicht brauche, aber das wäre irgendwie auch doof. Also lasse ich es mal lieber. Ah. Moment, gibt's da oben drin was? Das sah jetzt gerade irgendwie für mich so aus. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß, wo es die Kometenmünze gibt. Ich habe da so eine Vermutung. Ich muss es nur da hoch schaffen. Da kann man aber irgendwie nicht abspringen. Aber ich bin mir fast schon sicher, dass die da oben sein muss. Na gut, ich lasse es mal bleiben. Das wäre auf jeden Fall das optimale Versteck. Achso. Na gut, jetzt irgendwie nicht mehr so. Ne, da oben scheint auch nichts zu sein. Das war wahrscheinlich nur Deko. Okay, dann halt nicht. Ist ja schon gut. Au, 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 au. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber na gut, von mir aus. Oh, ich brenne ausnahmsweise nicht. Unglaublich. So, dann gehe ich nochmal eine Runde auf dem Rand spazieren. Vielleicht finde ich doch noch was. Moment, wieso habe ich das eigentlich nicht gleich gemacht? Ach so, weil ich nicht hochgekommen bin. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Okay, hier gibt es absolut nichts. Nicht mal nichts. Jetzt muss ich... Wirklich? Muss ich wirklich? Kann ich? Ah nein, okay, ich kann so mit ihm sprechen. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo es die Kometenmünze gibt. Doch, ich habe, glaube ich, die Kometenmünze gesehen. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob sie das wirklich war oder ob das jetzt nur Einbildung war. Das sieht ganz gut aus. Weiter. Ich wüsste zumindest auf jeden Fall, wie ich hinkommen könnte. Ja. Ahaha, das war knapp. Aber okay, wenn es funktioniert, will ich mich nicht beschweren. Moment. Das war keine gute Idee. Na, wobei. Mist. Nochmal. Ich muss gleich auf die Außenseite springen. Ja, also geht doch. Perfekt. Als ob so geplant gewesen wäre. Na, wobei war es ja eigentlich auch. Naja, egal. So, jetzt noch schneller durch. Sehr gut. Huch. Ja, okay, von mir aus. Mario wird einfach zum Zirkusartist. Ich glaube, ich habe die Kometenmünze damals übrigens wirklich ewig nicht gefunden. Deswegen habe ich so viele Erinnerungen an dieses Level. Oder eventuell, weil ich mich einfach ziemlich ungeschickt anstellen kann, wenn ich will. Also immer.
Das gehört ja dazu. Das ist ja natürlich Absicht. Logisch. Jeder, der mich jetzt als Lügner beschimpft, hat gar keine Ahnung. Nein. Das wird schon wieder Überlänge. Ich sehe es genau. So, jetzt nach links. Okay, diesmal scheint es besser zu funktionieren. Und dann hochspringen und... Nein, na gut. Ah doch. Und jetzt schön oben bleiben. Na also, geht doch. So, jetzt wäre nur die Frage, will ich jetzt wirklich in die Röhre da? Na was soll's, gehe ich mal da rein. Achso, da gibt's nur wieder so einen Münzenspaß. Ja. Machbar. Eindeutig. Man hat's genau gesehen. Okay. Aha. Aha. Ah. Ah, so, okay. Jetzt darf ich sowas machen. Oh, das ging aber erstaunlich gut. Okay, geschafft. Nur 2 Minuten Überlänge. Ich werde es kein einziges Mal mehr schaffen, glaube ich, in der Folge 20 Minuten lang zu machen. Ah, okay, es waren Woche 89 übrigens. Ja, ich krieg wieder... Was? Nein! Warum? Ah! Dieses Spiel hasst mich, ich weiß es genau. Nein, ich will mir nicht alle Briefe. Also gut, dann wären es halt 3 Minuten Überlänge. Ich stelle mich mal wieder schön in die Mitte, dass es auch wirklich 3 Minuten werden. So, und würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!